Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute machen wir mal einen kleinen Sprung zurück in der Zeit. Wir gehen nämlich zurück in den April 2016 und ich habe hier die Nummer 14 des DreamWorks Dragons Magazin von Blue Ocean. So, und es geht hier in erster Linie nicht um das Magazin, sondern mehr oder weniger um die Magazinbeilage. Nämlich hier war dieses Extra, der leuchtende ohne Zahnschnapper mit blauem Drachenlicht. Und dieses Gimmick, dieses Spielzeug war oder ist extrem beliebt bei Sammlern. Und dieses Video muss ich jetzt einfach raushauen, denn ich gucke ja oft bei YouTube und was weiß ich was für Plattformen rum und gucke mir Videos von Leuten an, die ihre Dragon-Sammlung zeigen. Und da ist mir immer wieder dieser leuchtende ohne Zahnschnapper begegnet, der übrigens so aussieht. Ich habe den hier noch verpackt. Ich hatte ihn schon raus aus der Verpackung, aber ich bewahre die eigentlich in der Originalverpackung auf, die ganzen Gimmicks, ja, sofern es denn geht. Denn so wird es schon nicht zum Staubfänger. So, und wie ich mitgekriegt habe, haben damals viele Leute die Ausgabe verpasst, nicht gekriegt oder haben eben halt erst später mit Drachenzähmen leicht gemacht angefangen und sammeln jetzt halt alle möglichen Sachen und sind immer ganz begeistert von diesem, ja, ohne Zahnschnapper, dem ein blaues Licht hier aus dem Maul scheinen soll. Und ganz, ganz viele zeigen das und sagen dann, oh, aber ist leider kaputt, das Licht funktioniert nicht. Ja, und ich habe da schon ein paar Leute angeschrieben und habe gesagt, nee, nee, ist nicht kaputt. Du musst nur den Hebel betätigen, dann funktioniert das Ding auch. Ja, denn die Batterien, die da drin sind, sind immer noch nicht abgelaufen. Die funktionieren immer noch. Drum wollte ich das einfach nochmal ganz, ganz schnell zeigen, damit es auch jeder weiß, wie das Ding hier funktioniert. Vielleicht geht es euch auch so, vielleicht habt ihr den auch. Den leuchtenden ohne Zahnschnapper, der aber leider Gottes nicht leuchtet. Und das ist kein Pfusch oder Fehler, sondern ihr habt einfach eine Kleinigkeit übersehen. Und drum wollte ich einfach dieses Video kurz nachreichen, denn es ist wirklich ein, ja, originelles Stück, was, glaube ich, jedem gefällt, der es hat. Jetzt weniger wegen dieser Greiffunktion, sondern tatsächlich mehr wegen dieser Leuchtfunktion, wegen diesem blauen Licht. So, und jetzt will ich noch mal ganz schnell auf dieses Heft hier eingehen, denn auch im Heft findet ihr eine Anleitung, wie das ganze Ding hier funktioniert. Und das wollte ich einfach noch mal ganz kurz zeigen. Wo haben wir denn die Beschreibung? Hier haben wir es. Genau. Hier haben wir das Extra, den leuchtenden ohne Zahnkopf. Und hier stand auch seinerzeit dabei, es haben vielleicht viele auch gar nicht gelesen. Oder wie schon gesagt, die kaufen das Gimmick ohne das Heft und wissen nicht, wie das funktioniert. Und man kann es auch wirklich sehr, sehr leicht übersehen. Ja, ich lese euch das hier mal vor. So funktioniert dein Extra. Zuerst musst du den kleinen Knopf am Hinterkopf deines Schnappers einschalten. Hast du das getan, leuchtet das Maul von ohne Zahn immer, wenn es geöffnet ist. Okay, jetzt seht ihr ein offenes Maul und ohne Zahn leuchtet. Und wenn ihr das hier seht, seht ihr, das Maul ist offen, aber er leuchtet nicht. Wie kann das sein? Drama, Baby, Drama. Oder auch nicht? Die Antwort zeigt euch gleich das Licht. Nee, Quatsch. Also ich packe den jetzt gleich mal aus hier. So, kann man hier öffnen. Wunderbar, braucht man gar nicht mal kaputt reißen. Ich hole es mal raus, das gute Teil. So, und ihr seht, es leuchtet nichts. Und jetzt haben wir ja hier von einem kleinen Knopf gelesen. Und dieser Knopf haben sie ja auch in die Abbildung reingemacht. Hier, Pfeil und ein Kreis, befindet sich hier an der Hinterseite von diesem ohne Zahnköpfchen. Und der ist wirklich so winzig, dass man ganz, ganz leicht übersehen kann. Erst recht, wenn man dieses Heft, die Beschreibung hier gar nicht mehr hat. So, und das zeige ich euch jetzt natürlich. Hier haben wir unseren Schnapper, unseren Greifer, der übrigens hier funktioniert. Einfach das nach hinten drücken und er schnappt unser ohne Zähnchen. Ne? Also das ist schon echt ein nettes Gimmick. Da könnt ihr auch kleine Sachen greifen. Papierchen, Radiergummi, Büroklammer, ein leichtes Heft, wie auch immer. Und das Mäulchen schließt sich eben durch eine kleine Schnur, durch eine kleine Kordel, die hier durch diesen hohlen Stab zum Maul hochläuft. Und so funktioniert es. Okay, also. So, und jetzt schauen wir uns hier mal die Hinterseite von dem Kopf an. Und ihr seht, man sieht es eigentlich ganz schlecht. So, wenn ich so rumhalte, könnt ihr das vielleicht sehen. Man könnte meinen, das gehört zu diesem Gewinde, was wir hier am Hinterkopf sehen. Aber das kleine Teilchen hier, das Ding hier, ich hol's näher an die Kamera. Kann man sehen?
Das ist ganz schlecht mit dem Licht. Dieses kleine Schalterchen, das müsst ihr umlegen. Einfach nach unten drücken und dann leuchtet der. Ja, also einfach hier mit dem Finger, zack, runterdrücken. Seht ihr das? Jetzt leuchtet es schon blau. Und wenn ihr es dann natürlich auch wieder nach oben drückt, ist es aus. Dann verbraucht er keine Batterie. Also einfach hier hinten gucken. So sieht man es am besten. Dieser kleine Schalter hier, dieser winzige kleine Knopf, einfach nach unten drücken und zack, ohne Zahn leuchtet, wenn er das Maul geöffnet hat. Er leuchtet allerdings auch, wenn das Maul geschlossen ist. Seht ihr das? Das Blau leuchtet trotzdem durch. Also das Licht leuchtet dann permanent, nicht nur, wenn er das Maul geöffnet hat. Also das ist in der Beschreibung eigentlich falsch. So, jetzt mache ich die Lichter hier mal komplett aus, denn das Blau sieht wirklich toll aus. So, zack. So, hier seht ihr jetzt das Blau mal ganz intensiv. Mäulchen zu, auf, zu, auf, zu, auf. Also sieht schon toll aus. Eine klasse, schön blau leuchtende LED, die sie hier ins Maul reingemacht haben. Und ja, das ist schon originell. Ne? Mach ich mal Licht wieder an. So, dreh es mal ein bisschen weg. So, das auch noch hier. Okay. So, dann seht ihr das Leuchten hier auf jeden Fall noch ein bisschen besser und auch den Kopf von ohne Zahn. Also, so sieht das Ganze aus. Wie schon gesagt, hier hinten ist ein ganz, ganz kleiner Knopf, den müsst ihr einfach nach unten drücken und dann funktioniert es. Also ich finde es, wie schon gesagt, echt ein witziges Gimmick, wo ihr, wie schon gesagt, so irgendwie kleine Sachen aufheben könnt. Ja, hier, was weiß ich, so ein kleiner Radierer, zack, hat dann im Maul, so sieht's aus. Oder ein kleines Blatt Papier oder sonst irgendwas. Gut. Das war's eigentlich auch schon. Das wollte ich einfach noch kurz nachreichen. Denn, wie schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass das viele gar nicht wissen. Die denken dann, das Ding hier wäre kaputt und leuchtet nicht. Dabei liegt es an diesem kleinen, winzigen Kippschalterchen hier an der Rückseite vom Kopf, was ihr einfach betätigen müsst. Und ich empfehle euch, wenn ihr nicht mehr damit spielt, wenn ihr es nicht braucht, macht es auch gleich wieder aus. Denn ich denke mal, die Batterien sind nicht wirklich allzu stark. Also einfach wieder das Ding nach oben drücken, in die Richtung nach oben drücken und das Licht ist wieder aus. Ich habe noch gar nicht geschaut, wo die Batterien hier eigentlich sitzen, ob man das Ding öffnen kann, die Batterien wieder oder die eine Batterie wieder reinmachen, die Knopfzelle oder was auch immer das ist, keine Ahnung. Ja, wenn es mal irgendwann soweit ist und ich das tatsächlich wechseln muss, dann kann ich vielleicht mal nochmal irgendwie ein extra Video nachreichen. Aber ich glaube, so wichtig ist das jetzt gar nicht, ne? Also ihr Lieben, das einfach nochmal ganz kurz zu eurer Information. Der leuchtende ohne Zahnschnapper mit blauem Drachenlicht leuchtet nur, wenn das Knöpfchen hinten eingeschaltet ist, ansonsten tut sich da wenig. Also das einfach nochmal kurz zur Info für all diejenigen, die es bisher noch nicht wussten oder die sich das Ding hier erst ganz neu gekauft haben, ohne das Magazin und es nicht nachlesen konnte, wie das ganze Ding hier funktioniert. Denn wie schon gesagt, man sieht es wirklich kaum. Also es fällt einem kaum auf, dass da ein Schalter auf der Rückseite ist. Ist tatsächlich so. Okay, ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zuschauen. Ich sag ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi und hab's.